Also die Frau von heute, finde ich, ist selbstständig, unabhängig, frei. Die Frau von heute geht arbeiten, verfügt über das eigene Einkommen und daher ist die Frau auch in der finanziellen Vorsorge frei. Sie kann selbst entscheiden, was sie macht. Also ich bin Lehrerin an der HAK in Frauenkirchen und wir lernen das Thema Finanzbildung von der 1. bis zur 5. Klasse und da merkt man schon, die Schüler sind interessiert. Sie haben ihr Taschengeld, sie gehen arbeiten, sie haben ihr eigenes Geld, sie haben ihr eigenes Konto und die Schüler zeigen sehr wohl Interesse bei gewissen Themen, ob das jetzt Veranlagung ist, ob das Sparen ist, ob das die Pension ist. Man kann auch erkennen den Unterschied zwischen den Burschen und den Mädels in der Schule. Burschen sind wesentlich risikofreudiger, was das Geld angeht, bei der Veranlagung und Mädels sind da mehr zurückhaltender. Also das sollte sich, glaube ich, noch ändern, dass auch die Mädels da mehr mit ihrem Geld sich trauen. Ich bin ein risikofreudiger Typ bei meiner eigenen Vorsorge. Ich schaue mir auf den Vermögensaufbau, aber auch auf Vorsorge für später, bei Thema Versicherungen, Absicherungen. Ich sorge auch vor mit einer privaten Pensionsversicherung, weil ich ja nicht weiß, was in einigen Jahren da sein wird, ob wir überhaupt noch eine Pension bekommen, in welcher Höhe. Ich sorge auch vor für meine Kinder, für Wohnung, Haus, Studium, Ausbildung, was auch immer die Kinder da brauchen. Also die Vorsorge ist mir sehr wichtig und die Veranlagung. Für junge Frauen finde ich wichtig, möglichst früh schon an später zu denken, vorsorgen, sparen, selbstständig zu sein, einen gewissen Betrag vom monatlichen Einkommen schon zur Seite zu legen. Wenn das nur 25 Euro für eine Pension ist, ist das schon sehr wichtig. Ich habe auch einmal gelesen, es sind so 10-15% des Nettoeinkommens. Wäre sinnvoll, wenn man das schon auf die Seite legt, wenn es sich ausgeht. Eigene Ziele, eigene Interessen verfolgen, nicht auf andere hören, das wäre das Wichtigste für junge Frauen.